mal, mein Schiff schwimmt aber schnell. Pass mal auf, meins holt dich noch ein. Ha, das schafft es nicht mehr. Mein Schiff hat gewonnen. Oh je, ist das schon wieder mal spät. Guten Tag. Kann ich Cäsar haben, während du einkaufst? Warum nicht? Ich gehe mit ihm in den Park. Ja, gut. Los, komm mit. Frage, Lillebrand. Du weißt doch ganz genau, wann bei uns zu Mittag gegessen wird. Warum kommst du denn heute schon wieder so spät? Tja, ich... Na? Weshalb also? Da war ein Hund. Na, das konnte ich mir ja denken. Es ging mal wieder um einen Hund. Und was war dann? Wir haben uns etwas unterhalten. Und er hat gesagt, du kannst dir Zeit lassen, mit ihm nach Hause gehen. Tja, ich fahre jetzt zur Großmutter. Kommst du mit? Nein, ich will Briefmarken sortieren und dann Fernsehen. Na gut. Wie lange kommst du nach Hause? So ungefähr um 8:30. Hä? Lillebrand, auf dem Herd steht Essen für dich. Und was? Kohlsuppe und mach dir ein Butterbrot dazu. Mama! Sag mal. Ja? Warum schenkt ihr mir denn zum Geburtstag keinen Hund? Hör mal, nun fang doch nicht schon wieder damit an. Ein Hund hier mitten in der Großstadt. Oh je, und dann wohnen wir auch noch im 4. Stock. Das arme Tier wäre zu bedauern. Das ist ja nicht wahr. Der Hund hätte es sehr gut bei mir. So. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Trotzdem, nein, Lillebrand. Endgültig nein. Aber das ist sehr gemein. Oh. Du hast wenigstens den Papa und Betty. Und Bürger hast du auch noch. Ich habe niemanden. Nicht mal einen Hund. Jetzt übertreibst du. Du hast uns alle zusammen, die ganze Familie. Nein, ich bin ganz alleine. Du armes, einsames Kind, ich werde dich bedauern. Das brauchst du nicht. Na gut, wiedersehen. Hallo, Lillebrand. Ha? Die Kohlsuppe wartet schon. Na und? Soll sie doch. Ja gut, also bis dann. Da bist du ja endlich. Deine Kohlsuppe ist noch warm. Bäh, ich kann das Wort schon nicht mehr hören. Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Die Suppe schmeckt sehr gut, wirklich.
Carlsson, Carlsson, ich bin, das müsst ihr glauben, der allerbeste Carlsson auf der Welt. Carlsson, Carlsson, Achtung, hier kommt Carlsson. Carlsson, Carlsson, juhu, ich heiße Carlsson. Hey, hey, hier kommt der weltbeste Kunstflieger. Tja, sag mal, ist das nicht sehr schwer, so zu fliegen? Nicht für den besten Kunstflieger der Welt, aber ich möchte jedem kleinen Jungen ganz dringend davon abraten, es auch zu versuchen. Hör mal, Kleiner, du heißt also August und wie weiter? Ich heiße nicht August, ich heiße Svante. Wer hätte das gedacht? Aber alle nennen mich nur Lillebror. Und wie heißt du? Man nennt mich Carlsson, der weltbester Carlsson. Und mit Recht. Sag mal, Kleiner, du bist doch wohl erst 3 oder 4 Jahre alt, nicht? Älter, wie alt bist du denn eigentlich? Du fragst nach meinem Alter? Ich bin in den allerbesten Jahren, wirklich gut aussehend und außergewöhnlich klug. So nun weißt du es. Welche Jahre sind die allerbesten? Ach, alle. Jedenfalls, solange es mich betrifft. So, Kleiner, nun habe ich aber keine Zeit mehr für dich. Er fliegt! Er kann fliegen! Was ist los? Wer kann fliegen, hä? Ein kleiner dicker Mann, er hat einen Propeller auf dem Rücken und ist geflogen. Wo denn? Vor meinem Fenster. Ach, Lillebror, du bist wirklich ein Meister im Erfinden von fantastischen Geschichten. Das ist keine Geschichte. Wirklich, er hatte einen Propeller auf dem Rücken und er konnte fliegen. Wir haben sogar miteinander geredet. Mama, ich finde es heute so langweilig. Dann geh doch raus und spiel etwas mit Christa und Gunilla. Ach nein, ich bleib lieber zu Hause für den Fall, dass Carlsson kommt. Carlsson? Welcher Carlsson? Na, der, der fliegen kann. Ach so, und du hast ihn Carlsson getauft. Nein, er ist wirklich so. Aber ja, natürlich. Hör mal, geh doch zu Birger rein. Was ist denn? Wollen wir eine Partie Dame spielen? Ich hab keine Zeit, ich muss noch üben. Vielleicht ein anderes Mal, ja? Du übst immer das Gleiche. Tam, tam, tam. Fall mir nicht auf die Nerven, Lillebror. Na, Kleiner, das hast du wohl nicht geglaubt, dass ich zurückkommen würde. Nein,
Aber ich finde es ganz prima, dass du gekommen bist. Das glaube ich dir gerne. Nicht jeden Tag kann man Carlsson vom Dach treffen. Carlsson vom Dach? Warum nennst du dich so? Weil ich der Carlsson vom Dach bin. Oder will das nicht in deinen dicken Kopf hinein, hä? Wenn du dich anständig benimmst, kannst du vielleicht mal mit mir aufs Dach fliegen. Und mein tolles Haus bewundern. Ein Haus auf dem Dach? Oh. Tja, selbstverständlich. Der weltbestes Haus für der weltbesten Carlsson. Was hast du denn wohl sonst erwartet? Es ist ein großes Glück für dich, dass du fliegen kannst. Sag mal, wie machst du das eigentlich mit deinem Propeller da? Also, ich zeig's dir mal. Propeller rein, Propeller raus. Das hier ist der Leerlauf. So steigt man hoch und so kommt man wieder runter. Oh, der Motor stottert. Wahrscheinlich muss ich mich wieder abschmieren lassen. Lass mich mal probieren. Hände weg vom Scheißknopf. Au, oh, mein Kopf tut weh. Das wirst du sicher noch bereuen, du frecher Kerl. Au. Oh. Es tut mir wirklich sehr leid. Dir tut es nur leid. Mir tut der Kopf weh. Ich muss jetzt sofort ins Unfallkrankenhaus und operiert werden. Bleib doch bitte noch ein bisschen, bevor du ins Krankenhaus gehst. Aber dann müssen wir irgendwas Lustiges machen, wenn ich noch bleiben soll. Na, sieh da, was für eine wunderschöne Dampfmaschine du hast. Oh. Die werde ich jetzt mal in Gang bringen, ja? Nein, das geht nicht. Mein Papa oder mein Bruder müssen dabei sein, wenn ich sie laufen lasse. Puh. Papa, Bruder, Carlsson vom Dach ist ja hier. Der weltbester Dampfmaschinenoberaufseher. Nein, Carlsson, nein! Ja, Carlsson, ja! Aufgepasst, jetzt geht's los! Ach, ein schönes Feuerchen, da kann man sich so richtig dran aufwärmen. Dudi, 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 Nun sieh doch mal, wie das Regal aussieht. Was wird bloß Mama sagen? Das stört keinen großen Geist. Sag das, Mama. Ein verbranntes Bücherregal. Na? So, nun lass mich mal wieder ran. Klipp. Klapp. Kontrollieren wir erstmal das Sicherheitsventil. Das muss man, sonst passiert vielleicht ein Unglück. Dann prüfen wir den Dampfdruck. Und schon kann die Maschine laufen. Richtig gefährlich sieht das aus. Gefährlich? Gut sieht das aus. Nein, Carlsson! Nein, Carlsson. Was soll denn das dumme Gerede? Ich hab doch gesagt, wir wollen was Lustiges machen. Wie die läuft, was? Nicht zu Unrecht bin ich der weltbeste Dampfmaschinenoberaufseher. Oi, sie ist wahrhaftig explodiert. Das war ein Knall, was? Aber meine Dampfmaschine ist hin. Das stört keinen großen Geist. Du kannst von mir eine neue kriegen. Ich habe ein paar tausend auf dem Dach. Tausend Dampfmaschinen? Naja, auf jeden Fall sind es noch 100. 100? Ja, weißt du, ich habe es noch nicht so genau ausgerechnet. Ab und zu explodiert mal eine. Aber ein paar Dutzend sind wohl noch da. Gut, da kannst du mir ja gleich eine geben. Immer mit der Ruhe. Vielleicht ein anderes Mal. Jetzt muss ich nach Hause Sicherheitsventile kontrollieren. Weg damit. Thank you.
Sensationsgeschichten. Aber es gibt sogar Fotografien von ihnen. Das kann schon sein. Ich jedenfalls glaube nicht an fliegende Untertassen. Es kann doch auch Dinge geben, an die du nicht glaubst. Tja, wieso denn nicht? Sag mal, Papa, wenn es nun doch fliegende Untertassen gibt, obwohl du nicht an sie glaubst und sie noch nie gesehen hast, dann kann es doch auch eine ganze Menge anderer unglaublicher Dinge geben. Vielleicht kleine, dicke Männer, die fliegen können. Also ich weiß ganz genau, dass es dich gibt, mein kleiner Mann. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich, weißt du? Und ich bin froh, dass es dich gibt, Papa. Und auch, dass es die fliegenden Untertassen gibt. Und noch viele andere Dinge. Meinst du die Schule? Darüber bin ich mir noch nicht so ganz klar. Das kann ich verstehen. Ich muss gehen. Hey, Christa, Gunilla, wartet! So ein Quatsch. Du hältst uns wohl für doof. Deine Märchen kannst du anderen erzählen. Und ich sage euch, er fliegt doch. Ich hab doch schon gesagt, da ist Carlton und wohnt oben auf dem Dach. Was ist denn daran so merkwürdig, hä? Jeder kann doch wohnen, wo er will, oder nicht? Und der Typ hat die Dampfmaschine kaputt gemacht? Ja, stell dir mal vor, das stört keinen großen Geist, hat er gesagt. So, das hat er gesagt. Lillebrand, wenn man eine Dummheit gemacht hat, dann sollte man dafür gerade stehen und nicht alles auf jemanden schieben, der Carlton vom Dach heißt. Und den es überhaupt nicht gibt. Natürlich gibt es ihn. Und sogar fliegen kann er. Da staunst du, was? Und wo ist der jetzt, dein Carlton? Er ist weggeflogen. Sein Motor stotterte. Und deshalb wollte er sich mal wieder abschmieren lassen. Schade, dass er weg ist. Sonst hätte ich ihm eine Abschmierung verpasst, die er nicht so leicht vergessen hätte. Lause Junge. Du musst uns doch verstehen. Du hättest dir wirklich schrecklich wehtun können. Ich glaube fast, Carlson kommt nicht wieder. Carlson, Carlson, Achtung, hier kommt Carlson, 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 juhu, ich heiße Carlson, 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 ich bin, das müsst ihr glauben, der allerbeste Carlson auf der Welt. Carlson, Carlson, ich bin ein prima Carlson, ein kluger, ein lieber, blitzgescheiter Carlson. Ich weiß das euch, das könnt ihr mir glauben, der allerbeste Carlson gut gefällt. Das sind vielleicht komische Hunde. Carlson! Eieiei, so viele hässliche Hunde. Die Wände in meinem Haus müsstest du mal sehen. Da hängen schöne Bilder und nicht sowas hier. Hast du denn sehr viele Bilder zu Hause?
was denkst du denn? Einige tausend Bilder. In meiner Freizeit, da male ich sie mir selber. Bilder mit Vögeln, mit Hähnen und anderen schönen Sachen. Ich bin der weltbester Hähnemaler. Kann ich denn nicht zu dir nach oben kommen und mir all deine Bilder und Dampfmaschinen ansehen? Gewiss doch, aber alles zu seiner Zeit. Also das muss ich sofort mal kontrollieren. Was willst du kontrollieren? Bestimmt wird da etwas sehr Gutes gebraten. Sowas rieche ich auf 100 Meter. Sei vorsichtig, Carlsson! Ach, mach doch bitte das Fenster zu, Betty. Kleine, leckere Fleischklößchen, die esse ich für mein Leben gern. Sag deiner Mama, ich wäre ihr sehr verbunden, wenn sie mir ein paar Kilo davon machen würde. Naja, warten wir mal lieber bis nach dem Mittagessen. Du willst wohl, dass ich hier in der Zwischenzeit den Hungertod erleide, wie? Ich kann dir vielleicht ein paar Fleischklößchen holen. Ich versuche es jedenfalls. Ja, tu das. Du, Mama, kann ich ein paar Fleischklößchen haben? Aber wir essen doch in einigen Minuten. Nur zwei oder drei auf einem Teller. Ich erzähle dir auch später, warum. Ach, du bist ein Dickkopf. Also gut, hier hast du zwei. Aber nun sei ruhig. Dieser kleine, geizige Lillebrohr. Konntest du nicht ein paar mehr bringen? Aber gut schmecken sie, nicht wahr? Die könnten ohne weiteres von der Welt bestem Fleischklößchenmacher sein. Aber leider habe ich sie nicht gemacht. Lillebrohr, wir wollen jetzt essen. Auf mit dem Telefonieren. Alle anderen sind fast fertig und dein Essen wird kalt. Ich komme ja schon. Mama, versprichst du mir was? Und du auch, Papa? Worum geht es denn? Erst versprechen. Das ist sehr gefährlich. Sicher sollen wir dir einen Hund versprechen. Das wäre sehr gut, aber darum geht es nicht. Versprecht ihr mir nun was? Also ja, wir versprechen dir was. Gut, dann habt ihr also versprochen, dass ihr nicht zu Carlsson sagen werdet wegen der Dampfmaschine. Wie sollen sie was zu ihm sagen, wenn wir deinen Carlsson nie zu sehen kriegen? Ihr könnt ihn jetzt sehen. Er ist in meinem Zimmer. Komm, wir gehen hin. Oh. Ich bin richtig gespannt, diesen Carlsson endlich kennenzulernen. Na? Carlsson! Carlsson scheint unsichtbar zu sein. Vielleicht hat er sich auch in Luft aufgelöst. Er ist verschwunden. Das ist aber nicht sehr nett von ihm. Richtig. Und ich finde es auch außerdem nicht sehr nett, dass du meine Fleischklößchen als Zimmerschmuck verwendest. Das war doch gar nicht ich, sondern Carlsson. Carlsson, Carlsson, Achtung, hier kommt Carlsson. Carlsson, Carlsson, juhu, ich heiße Carlsson. Carlsson, Carlsson, ich bin, das müsst ihr glauben, der allerbeste Carlsson auf der Welt. Carlsson, Carlsson, ich bin ein prima Carlsson, ein kluger, lieber, blitzgescheiter Carlsson. Ich weiß, dass euch, das könnt ihr mir glauben, der allerbeste Carlsson gut gefällt. Natürlich ab und zu geht einer meiner Streiche schief. Zum Beispiel, als ich auf dem frisch gestrichenen Hausdach lief und hinterher das Dach so bunt war wie ein Papagei. Da gab es in dem Haus dann ein entsetzliches Geschrei. Doch sowas stört den Carlsson nicht. Ich lach euch alle ins Gesicht. Lacht mit mir mit, dann ärgert ihr euch nicht.
Carlsson, Carlsson, Achtung, hier kommt Carlsson, aus dem Weg, macht Platz für mich, den Carlsson. Hallo, Platz da, juhu, ich bin der Carlsson, der allerbeste Carlsson auf der Welt.